So, und jetzt der Schauplatz Natur und der Erfolg der Rehe. Februar. Der Winter will noch einmal so richtig beweisen, was in ihm steckt. Für Pflanzen und Tiere ist es die härteste Zeit des Jahres. Doch unsere heimischen Tiere müssen damit fertig werden. Jedes tut das auf seine Weise. Die Rehe haben ein einfaches Rezept. Sie legen sich nieder und warten besseres Wetter ab. An einem geschützten Plätzchen, versteht sich. Dort im Windschatten ruhen sie und sparen auf diese Weise Energie. Schnee und Eis machen den Tieren kaum etwas aus, denn unter ihrem dicken Winterfell sorgt außerdem noch eine ordentliche Speckschicht für Wärmeisolierung. Schon im Herbst haben sie sich zu friedlichen Gruppen zusammengefunden, in denen sie alles gemeinsam unternehmen. Rehe sind anpassungsfähig. Die einst scheuen Waldtiere sind zu Tieren geworden, die sich oft sogar in der Nähe menschlicher Siedlungen aufhalten. Dort bieten die Äcker ja oft Winterverpflegung. Die Nase dient als Sonde, um Futter unter dem Schnee aufzuspüren. Ist die Suche erfolgreich, wird mit den Hufen nachgeholfen, bis die Nahrung freiliegt. Doch im Spätwinter wird der Speiseplan der Rehe immer eintöniger und knapper. Bald finden sie nur noch trockenes Gras, das aus wenig mehr als schwer verdaulichen Fasern besteht. Daher könnte man annehmen, dass die Rehe im Winter den ganzen Tag auf Nahrungssuche sein müssten, um nicht zu verhungern. Zoologen stellten aber fest, dass dies nicht der Fall ist. Für die kärgliche Nahrung, die sie hier finden, lohnt es sich nicht lange, umherzuwandern. Das würde viel zu viel Energie kosten. Und die würden die Tiere durch das vertrocknete Gras nicht zurückgewinnen. Deswegen gehen sie für Fressbares nur kurze Strecken und machen zwischendurch immer wieder lange Ruhepausen, in denen sie von ihrer Speckschicht zehren, die sie sich im Spätsommer angefressen haben. Zeit für die Fellpflege. Schließlich ist der dicke Wintermantel ja überlebensnotwendig und muss stets in tadellosem Zustand sein. Übrigens, man trägt nicht etwa Rehbraun, sondern eher Mausgrau. Nur selten rangeln sie ein bisschen herum. Ernsthafte Streitigkeiten gibt es in den Wintergruppen der Rehe nicht. Sie führen um diese Jahreszeit ein Leben auf Sparflamme.
Wie alle Wiederkäuer haben Rehe Einzeller im Magen, die ihnen helfen, die Nahrung vorzuverdauen. Doch zunächst müssen die Zähne harte Arbeit leisten. Pflanzenzellen haben feste Wände und die müssen geknackt werden. Kauen, kauen, kauen heißt da die Devise. Rund 80 Mal pro Bissen. Das, was bereits vorverdaut ist, wird wieder hochgewürgt, erneut gekaut und dann endgültig verdaut. Zuwendung innerhalb der Gruppe. Diese Ricke leckt die empfindliche Haut um das neu entstehende Geweih ihres Nachbarn. Die Rehe haben etwas entdeckt. Besucher, die im Tiefflug vorüberziehen. Sie sind ihnen etwas unheimlich. Es sind Saatgänse auf Nahrungssuche. Die stark vereisten Küsten haben sie ins Binnenland getrieben. Auf diesen Feldern in der Nähe des Steinhuder Meeres legen sie nun eine Rast ein. Und wer genau hinsieht, findet auch ein paar Blässgänse darunter. Mehr und mehr Gänse treffen ein. Viele Tage lang wiederholt sich das Schauspiel. Landeplatz ist immer diese Stelle, wo die Vögel sich an erfrorenen Rapsblättern gütlich tun. Übrigens deckt die Pflanzenkost nicht den gesamten Flüssigkeitsbedarf der Tiere. Kein Problem für die Gänse, denn Schnee löscht den Durst genauso gut. Schließlich ziehen die Vögel weiter, auf der Suche nach neuen Nahrungsquellen. Sie gehören zu den Alteingesessenen, die das ganze Jahr über hier bleiben, Rebhühner. Wie die Rehe und Gänse suchen auch sie im Winter den Schutz der Gruppe. So viele Tiere sieht man allerdings selten beieinander. Mit den Saatgänsen teilen die Rebhühner ihre Hauptsorge, genug Futter zu finden. Im Sommer besteht ein Drittel ihrer Nahrung aus Insekten, vor allem aus solchen, die schädlich für die Landwirtschaft sind. Jetzt im Winter sind die Rebhühner aber fast ausschließlich auf Pflanzenkost angewiesen. Solange die Schneedecke dünn ist, können die Vögel ihre Nahrung leicht freischarren. Bei hohem Schnee graben sie Tunnel, bis zu einem halben Meter tief. Rebhühner sind wirklich konsequente Bodenbewohner. Und so ein Bett im Schnee sieht doch ganz komfortabel aus. Nur Meister Lampe denkt nicht ans Fressen und Schlafen. Jetzt, im Februar, sehen sich Hase und Häsin nach einem Partner um. In wilden Jagden umwerben sie einander. Der Hase sucht Körperkontakt. Doch die Häsin gibt sich spröde, verteilt Backpfeifen an den Bewerber. Wenn Hase und Häsin so miteinander fechten,
versehen sie sich gegenseitig mit ihrem Duft. So können sie sich immer besser riechen. Er versucht, ihren Bauch zu berühren. Das soll sie in Paarungsstimmung bringen. Auch die Füchse sind auf Partnersuche. Doch ihre heiße Zeit ist vor allem nachts. Am Tag sind sie meist auf Beutejagd. Allerdings nicht auf die blitzschnellen Hasen. Sie versuchen, Wühlmäuse unter dem Schnee aufzuspüren. Ein Reh ist dem Frost zum Opfer gefallen. Doch unser Fuchs ist vorsichtig. Wieder und wieder umkreist er das tote Reh. Zwar sprechen seine sehnsüchtigen Blicke Bände, doch er traut sich nicht heran. Füchse sind Jäger, die selbst gejagt werden und entsprechend misstrauisch. Meister Reinicke beschließt dann doch, sich nach einer anderen Mahlzeit umzusehen. Vielleicht ist er einfach nicht hungrig genug und kann es sich leisten, auch dem kleinsten Risiko aus dem Weg zu gehen. Etwas tiefer im Gehölz ist ein Hase Opfer des weißen Todes geworden. Diese Beute scheint unserem Fuchs auf Anhieb zuzusagen. Doch der Hase ist am Boden festgefroren. Und das bedeutet auch für den kräftigsten Fuchsmann Schwerarbeit. Es sind vor allem kranke und schwache Tiere, die die nahrungsarme Zeit im Winter nicht überstehen. So sorgt die Natur dafür, dass zum Beispiel die Rehe nicht überhand nehmen. Wo der Mensch aber der Natur ins Handwerk pfuscht, indem er die Tiere im Winter füttert, bringt er alles aus dem Gleichgewicht. Es überlebt mehr Wild, als der Wald verkraften kann, wie Forstbiologen meinen. Befürworter der Winterfütterung argumentieren, dass so die Rehe davon abgehalten werden, die Bäume zu stark anzuknabbern. Rehe sind sehr wählerisch und halten sich vor allem an Knospen. Aber auch an den Zweigen der Bäume verursachen sie erhebliche Schäden durch Verbiss. Natürliche Feinde müssen erwachsene Rehe schon lange nicht mehr fürchten, denn die sind bei uns ausgerottet. Dazu zählte einst auch der Luchs. Zum Glück sind mittlerweile wieder einige wenige Exemplare dieser großen Katzen aus Tschechien in den Bayerischen Wald eingewandert. Sogar Nachwuchs ziehen sie hier auf. Die Zwillinge sind im Mai geboren worden. Nun sind sie 10 Monate alt, müssen aber immer noch von ihrer Mutter mit Beute versorgt werden. Nachdem die Alte ihren ersten Hunger gestillt hat, dürfen die Kleinen ran. Deren Gebiss ist noch zu schwach, um Fell und Haut des geschlagenen Rehs zu durchschneiden. Und daher fressen sie einfach dort weiter, wo die Mutter begonnen hat. Erst im März werden sie selbstständig sein.
Von Pflichten halten die beiden noch nicht allzu viel. Die überlassen sie lieber ihrer Mutter. Denn die Überreste der Mahlzeit müssen sorgfältig verscharrt werden. Weder Krähen noch andere scharfsichtige Aasfresser sollen sie aus der Luft erspähen und sich unter den Nagel reißen. Zu Beginn dieses Jahrhunderts ist der Luchs in weiten Teilen Europas stark verfolgt worden. Die Jäger sahen in ihm einen Konkurrenten. Inzwischen ist es Mai geworden. Im Rehalltag ist etwas Besonderes eingetreten. Gestern hat diese Ricke ihr Kitz zur Welt gebracht. Obwohl sich die Kleine redlich bemüht, will es mit dem Trinken noch nicht so recht klappen. Der Nasenstups von Muttern signalisiert, nicht aufgeben. Trotz ihrer wackeligen Beinchen bleibt die Kleine ganz dicht bei ihr. Die Mutter umsorgt das Neugeborene. Sie ist sehr vorsichtig. Ihr feines Gehör verrät ihr, dass jemand Fremdes in der Nähe ist. Also fort von hier. Aber nur so schnell, dass das Kleine gut folgen kann. Der beste Schutz, den Kitze haben, ist, nicht gesehen zu werden. Deshalb hat die Mutter dieses Gebiet mit guter Deckung für die Zeit der Aufzucht ausgesucht. Solange das Jungtier aktiv ist und ihr folgt, denkt die Rehmutter in erster Linie an seine Sicherheit. Denn Kitze sind eine begehrte Beute für Füchse, Wildkatzen, Wildschweine, Uhus und Seeadler. Die Ricke muss möglichst energiehaltige Nahrung zu sich nehmen, damit sie genügend Milch produzieren kann. Ihr Energiebedarf ist jetzt nämlich mehr als doppelt so hoch wie vor der Schwangerschaft. Mutter und Junges sind immer nur kurze Zeit zusammen. Dann bringt das Alttier das Kleine zu einem gut geschützten Platz, an dem es ruhig liegen kann. Das ist energiesparend für das Kitz, aber auch energiesparend für die Mutter, die nicht ständig sichern muss, sondern in Ruhe fressen kann. Der nächste Vormittag ist sommerlich heiß. Auf den ersten Blick erscheint alles ruhig, doch da raschelt es am Rapsfeld. Diesmal ist es ein männliches Tier. Die zarten Blätter des Hirtentäschelkrautes sagen dem Bock besonders zu. Rehe sind wählerisch und fressen nur die zartesten und jüngsten Teile der Pflanzen.
Sein Geweih, das während der Wintermonate neu gebildet wurde, ist nun von der nährenden Hautschicht befreit. Die Stirnwaffen braucht er jetzt. Denn im Frühling werden die Rehböcke zu Einzelgängern, die eifersüchtig ihre Territorien abstecken. Selbst kleinere Pflanzen wie diese Distel dienen als Grenzpfosten. Sie wird mit einem speziellen Duftsekret markiert, das aus Drüsen stammt, die in der Kopfhaut liegen. Auch zwischen den beiden Klauen der Hufe liegen Duftdrüsen. Durch intensives Scharren wird das Sekret herausgepresst. Schließlich setzt der Bock noch eine Duftmarke aus Haaren, wie wir es auch von Hunden kennen. Hier wird einem Holunderbusch das Parfummarke Rehbock verpasst. Urin und Drüsensekrete bilden zusammen eine Art Duftpersonalausweis, an denen Konkurrenten erkennen können, wer der Herr des Reviers ist. So werden Eindringlinge abgeschreckt und die Zahl der kräftezehrenden Kämpfe gering gehalten. Das Gemisch aus Düften verrät wohl auch, wie stark ein Bock ist. Schwächere Rivalen weichen davor zurück. Rehe verständigen sich aber auch akustisch. Dieser Bock hier hat den Warnruf eines anderen aufgeschnappt und warnt nun seinerseits. Ein Alarmsystem, das funktioniert, auch wenn die Tiere sich nicht sehen. Für Rehe ein Schlaraffenland. Felder und Laubwald. Beste Chancen für sie, sich erfolgreich zu vermehren. Wenn die Tiere dann auch noch durch den Winter gefüttert werden, gefährden die vielen Mäuler den Wald. Wie die Bestände der Rehe gemanagt werden müssen, damit die Schäden am Wald zurückgehen, wollen Biologen auf der Schwäbischen Alb herausfinden. So, jetzt gehen wir in diese Richtung voran. Ganz langsam gehen und ganz genau schauen. Hier werden Kitze gesucht. Den Tierchen sollen individuelle Ohrmarken angelegt werden. Mit deren Hilfe können die Forscher sie später leicht unterscheiden. Denn einige sehr wichtige Fragen der Rehforschung können überhaupt nur untersucht werden, wenn die Tiere markiert sind. Zum Beispiel, wo sie sich aufhalten, wie alt sie sind und wie viele in einem bestimmten Gebiet leben. Kids. Leiterin des Projekts ist die Biologin Gundula Thor von der Wildforschungsstelle des Landes Baden-Württemberg. Das ist ein ganz braves. So, jetzt haben wir dich. Steffi, bringst du mir mein Frostgeld? Das kann ich allein haben. Ich sag's dann. Bist du ein braver? Schauen wir mal, ob ein Bockkitz oder ein geiles Kitz ist. Das ist ein kleines Bockkitz. Wirklich. So. Jetzt wiegen wir es zuerst und dann kriegst du zum Schluss die Marke rein, weil das ist ja der größte Stress. So. Mal ruhig die Läufe rausschauen lassen, halt. Ja. Ja. 2000 Gramm. Schwarzes Viereck, Nummer 445.
Innen blau, außen gelb, rechter Lauscher. Ja, ist gut. Nun hat der kleine Kerl seine Erkennungsmarke. Insgesamt sind 89 Kitze so markiert worden. Die Experten betonen, dass dieses Verfahren für die Tiere weitgehend schmerzlos ist. Damit dem Kleinen nach der Berührung kein Menschengeruch anhaftet, der die Mutter veranlassen könnte, es zu verstoßen, haben die Helfer ihre Hände mit Holunderblättern eingerieben. Für uns Spaziergänger heißt es aber beim Umgang mit Kitzen: Finger weg und schnell fort. In den ersten 3 Jahren des Forschungsprojektes wurden die Jagd und die Winterfütterung normal durchgeführt. In den Jahren darauf wurde die Fütterung eingestellt. Das Ergebnis war überraschend. Der Wald entwickelte sich sogar besser als vorher, da ein Teil der Rehe abwanderte. Die Pflanzendecke war rund doppelt so dicht wie in den Jahren der Winterfütterung. Der Wald erholte sich also, wenn auch nicht ganz so gut wie auf den eingezäunten Probeflächen. Dadurch, dass die Tiere markiert waren, konnte Gundula Thor genau feststellen, wie viele der Rehe abgewandert waren, nämlich fast die Hälfte. Es war also keineswegs so, dass die Rehe ohne Winterfütterung verhungerten, wie einige befürchtet hatten. Dies ist die Ricke 61, die Tochter der Ricke 53, die zusätzlich mit einem Sender mit weißem Halsband versehen ist. So kann die Biologin per Empfänger genau registrieren, wo das Tier sich aufhält. Dies ist die Schwester von 53. Sie trägt einen Sender am grauen Halsband. Der Bock Nummer 39. Die Signale der Sender verraten der Biologin, ob die Rehe hier feste Gebiete haben, in denen sie umherstreifen, und ob sie einander im gleichen Bereich dulden. Im Zentrum des Forschungsreviers liegt ein 80 Hektar großer Wald. Dies ist das Streifgebiet vom Bock mit dem roten Halsband. Er verließ es nur einige Male während der Brunst. Vielleicht, um mit Rivalen zu kämpfen. Fremde Böcke duldet er hier nicht. Im selben Gebiet lebt die Ricke mit dem weißen Halsband. Genauso wie ihre Schwester mit grauem Halsband. Erstaunlich ist, dass die beiden Weibchen einander dulden. Alle drei haben also ein gemeinsames Wohngebiet, das nur am Rande variiert. In Ruhe sucht sich diese Ricke nur besonders eiweißhaltige Bissen aus dem reichhaltigen Angebot aus. Ihr Kitz braucht nahrhafte Milch. Das Kleine liegt in der nahegelegenen Wiese im hohen Gras mucksmäuschenstill verborgen. Die weißen Fellflecke lassen es mit seiner Umgebung verschmelzen. Und es hat noch keinen Geruch. So schützt es sich auf dreifache Weise. Ohren, Augen und Nasen der Feinde werden getäuscht. Doch diese Strategie versagt bei den tödlichen Gefahren, die Menschenhand schuf. Dieser Kreiselmäher gehört dazu. Tiere, die nicht fliehen, sondern versuchen, sich unsichtbar zu machen, haben gegen ihn keine Chance. Das Rehkitz hat noch einmal Glück gehabt. Doch für diesen Hasen kommt jede Hilfe zu spät. Die Maschine hat mit ihren wirbelnden Messern seine Beine vom Rumpf getrennt und er musste elend verbluten. Der neue Tag beginnt wieder friedlicher.
Eine Ricke hat die leisen Lockrufe ihrer hungrigen Kitze vernommen. Mit diesem Fiepen melden sie sich. Sie haben schon sehnsüchtig auf ihre Mutter gewartet. Gar nicht schnell genug können sie an die Milchquelle kommen. Die Kleinen sind jetzt etwa 3 Wochen alt und jedes trinkt täglich mindestens 800 Gramm Milch. Unter günstigen Bedingungen nimmt ein Rehkitz ungefähr 150 Gramm pro Tag an Gewicht zu. Der hohe Milchverbrauch bringt die Mütter an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Mutter und Junge haben einige Zeit gebraucht, bis sie sich genau kennen. Immer wieder berührt sie die Kitze. Wir gehören zusammen. Dann zieht sie davon. Die Zwillinge folgen so dicht, dass sie den Duft der Mutter in der Nase behalten. Die Kitze sind jetzt immer öfter mit der Mutter zusammen, die nun zunehmend längere Wanderungen in ihrem Streifgebiet unternimmt. Dabei lernen sie, welche Pflanzen am bekömmlichsten sind und wo sie am besten ruhen. Die Böcke, die schon seit März ihre Reviere verteidigen, werden immer aktiver. Dieser hat einen fremden Bock entdeckt, der in sein Revier eingedrungen ist. Und der fängt an, kräftig mit den Vorderläufen zu scharren. Wahrscheinlich kennen die Tiere ihre Stärke schon von früheren Begegnungen her. Meist wird nur gedroht und imponiert, auf den Kampf aber verzichtet, sobald der Unterlegene ausweicht. Auch heute beschränken sie sich darauf, ein wenig die Muskeln spielen zu lassen. Per Breitseite, nach Art der Rehböcke. Auch unter Frauen ist man sich bei Rehen nicht immer einig. Solche Kämpfe unter Ricken sind bisher selten beobachtet worden. Dann kommt es sogar zum Stoßkampf. Die dunklere flieht, wohl die rangniedere. Dieser Rehbock ist einer brünstigen Ricke auf der Spur. Wie alle Säugetiere geben auch Rehe chemische Botenstoffe ab. Der Duft soll dem Bock verraten, ob das Weibchen paarungswillig ist. Da ist sie. Die Ricke, hinter deren Duftspur der Bock her war. Nur für die betreffende Dame scheint sich der Bock gar nicht zu interessieren und verschwindet einfach im hohen Gras. Die Ricke ist beunruhigt. Dort ist ihr Kitz. Sie sträubt erregt die weißen Haare am Hinterende. Aggressive Böcke sind nicht gerade die geeignete Gesellschaft für ihr Junges. Hormone machen blind.
Der Bock folgt dem Kitz, als wäre es ein Weibchen. Doch er bemerkt seinen Fauxpas und wendet sich der Ricke zu. Die flieht vor ihm, was so viel heißt wie folge mir. Die wilde Jagd gehört zum Paarungsritual, bringt beide in Stimmung. Die Ricke macht eine kurze Pause. Da kommt auch schon der Revierbesitzer und weiter geht die Jagd. Plötzlich taucht ein Nebenbuhler auf. Unser Revierbesitzer nimmt Imponierhaltung ein. Das soll den Rivalen beeindrucken. Doch der will nicht klein beigeben. Unser Bock stampft wütend mit den Füßen. Unser Revierbesitzer fühlt sich stark und geht zum Angriff über. Nun drohen sie sich imponierend mit der Breitseite. Der Fremde ist in der Defensive. Unser Bock will die Entscheidung und greift wieder an. Der Revierbesitzer ist der Stärkere. So, fort mit dir. Nun springt er imponierend hoch und zeigt dem Weibchen und der Konkurrenz, dass er der Größte ist. Der Verlierer hat das Nachsehen. Die Ricke hat das anstrengende, schnelle Paarungsvorspiel beendet. Sie verharrt und fordert den Bock so auf, ihr zu folgen. Ab jetzt geht es wesentlich gemächlicher zu. Der Nebenbuhler hat seine Chance verspielt. Immer wieder beleckt der Bock die Ricke, schnuppert ihr Parfum. Es enthält Duftstoffe, die unter anderem aus Geschlechtshormonen gebildet werden. Die Ricke ist nur 3 Tage paarungsbereit. Deshalb muss der Bock hartnäckig sein, wenn er erfolgreich sein will. Die besten Chancen haben Männchen, die ein eigenes Revier haben. Ihre Düfte bringen ihn immer mehr in Stimmung. Endlich bleibt sie stehen und lässt ihn aufsteigen. Wenn er in sich zusammensinkt, hat es geklappt. Allerdings hat er damit sein Soll noch nicht erfüllt. Rehe sind ausdauernd in der Liebe. 20 bis 30 Paarungen an einem Tag sind normal. Das befruchtete Ei wird nun 4,5 Monate ruhen und sich erst im Januar oder Februar in die Gebärmutter einnisten, damit die Kitze im Frühling geboren werden.
Rehe sind anpassungsfähig. Das ist das Geheimnis ihres Erfolges. Die kraftzehrenden Ereignisse wie Paarung und Jungenaufzucht legen sie in die Jahreszeit, in der es Nahrung im Überfluss gibt. Sie nutzen die offene Landschaft, die der Mensch geschaffen hat, so effektiv wie kaum eine andere Tierart. September. Die Tiere sind dabei, sich ihren Winterspeck anzufressen. Rehe auf Erfolgskurs. Es sind viele. Für unseren gefährdeten Wald zu viele. Was kann außer der Jagd getan werden, den Bestand dieser Tiere zu regulieren, die auf den Wiesen und Feldern so reichlich Nahrung finden? Forscher haben erste Schritte aufgezeigt. Verzicht auf Winterfütterungen. Und sollte der Luchs nicht wieder auf der Jagd nach Rehen durch unsere Wälder ziehen, ist ein Zurück zur Natur die Lösung. Das allbekannte Reh gibt uns noch viele Rätsel auf.